Nicht nur in Midtown schlägt das Herz New Yorks, aber hier schlägt es sicher am lautesten. Times Square, Rush Hour, gigantische Wolkenkratzer. So glaubt man, so ist New York. Doch New York ist immer für eine Überraschung gut. Und so findet sich am Columbus Circle ein kleiner europäischer Weihnachtsmarkt. Er wirkt zwar etwas verloren zwischen all den Wolkenkratzern, aber genau das macht ja den Reiz aus. Überraschend ist auch, dass er an einem Kreisverkehr steht. Im Norden angelangt, am untersten Zipfel von Central Park, Columbus Circle im Rücken. Columbus Circle ist der einzige Verkehrskreisel in New York. New York ist ja ansonsten eigentlich schachbrettartig angelegt. Also zum Beispiel alle Avenues, die gerade Zahlen haben, verlaufen von Süden nach Norden. Und alle Straßen mit geraden Zahlen vom Westen nach Osten. Das ist ein guter Orientierungstipp für Sie. Sie schauen sich jetzt mal ein bisschen in Central Park um und ich treffe Sie später wieder on the Fifth Avenue zum Shopping. Bis gleich, Sie wissen ja, wie man hinkommt. Zu den Highlights des Central Park im Winter zählt die große Eisbahn. Ein schöner Kontrast zum Wolkenkratzermeer. Mit dem Central Park wollten die Landschaftsarchitekten keinen klassischen Stadtpark schaffen. Sie wollten, dass er so ländlich erscheint, dass die New Yorker ihrer Stadt gänzlich entfliehen können. Das tun sie, noch heute, jeden Tag. Und dabei nehmen sie natürlich auch ihre großen Helden mit. Spider-Man spinnt übrigens seine Netze auf berühmten Felsen. Sie dienten als Kulisse für Kevin allein in New York. Ein Spaziergang in diesem Idyll ist ein Muss, auch wenn man es meistens gleichzeitig mit der Hälfte der New Yorker Bevölkerung tun muss. Zum Glück ist der Central Park groß, doppelt so groß wie Monaco. Und hier spielten die Klassiker. Frühstück bei Tiffany, Der Teufel trägt Prada und Sex and the City. Wir sind hier in der Fifth Avenue, der Prachtstraße von New York. Sie trennt nicht nur die Westside von der Eastside, sondern auch die Besitzer normaler Kreditkarten von den Inhabern solcher in Gold. Auch wenn sich in der Fifth Avenue gefühlt die Hälfte aller Touristen gleichzeitig aufzuhalten scheint, diese Straße muss man gegangen sein. Nicht zuletzt wegen der weihnachtlich geschmückten Schaufenster, die man übrigens nach Ladenschluss fast für sich alleine hat. Fast. Diese Schaufenster gehören zur Dekoration des bekannten Kaufhauses Bergdorf Goodman. Gehen Sie unbedingt hinein. Die weihnachtliche Pracht findet nicht nur im Schaufenster statt. Und ein Tipp: Tragen Sie unter dem Wintermantel nur leichte Kleidung. New Yorker Kaufhäuser sind generell sehr überheizt. Und falls Sie es schaffen, die vielen Etagen mit Schuhen, Schmuck und Kleidern unbesichtigt hinter sich zu lassen, dann landet man automatisch in der Etage für Weihnachtsschmuck. Alles, was man sich nur denken kann. So als hätte der Weihnachtsmann hier persönlich seine Werkstatt. Auch all die anderen großen, berühmten Kaufhäuser befinden sich in unmittelbarer Nähe. Da ist Saks, erste Adresse für Designerware. Bloomingdale's, etwas preisgünstiger. Und schließlich Macy's, das größte Kaufhaus der Welt.
Macy's erstreckt sich über einen ganzen Block. Gegründet wurde es 1857 von dem Walfänger Roland Macy. Das Firmenlogo, der rote Stern, stammt übrigens von einer Tätowierung aus Macy's Seefahrertagen. Unter den Brüdern Strauß wuchs es weiter und weiter. Der Osteingang mit den stützenden Damen stammt noch aus der Jahrhundertwende. Am Rockefeller Center steht der mit 22 Metern vermutlich höchste Weihnachtsbaum der USA. Ein begehrter Platz für die Sänger der Heilsarmee. Und für Schlittschuhläufer. Jetzt ein Abstecher zur berühmtesten Kreuzung der Welt, dem Times Square. Zwischen dem Broadway, der 7. Straße und der 42. befindet sich dieser dreieckige Platz. Das Redaktionsgebäude der New York Times war Namensgeber. Bis in die 80er Jahre ein verruchtes Pflaster. Heute bringt die Vermietung der Fassaden für Leuchtreklame mehr ein als die der Büroräume. Ja, nachdem wir jetzt schön durchgefroren sind und viel rumgelaufen sind, wäre es doch eigentlich ganz nett, wenn wir uns ein bisschen ausruhen könnten und eine schöne Tasse Kaffee trinken könnten. Wussten Sie, dass man im Plaza auch als Nicht-Gast eingeladen ist? Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen mal das Plaza von innen. Und vielleicht hätten Sie ja Lust, sich mal mit einer Taxe vorfahren zu lassen, so als wären Sie wirklich Gast. Bestimmt macht es Spaß, einem Taxifahrer diese vornehme Adresse anzugeben. Plaza Hotel, Ecke Fifth Avenue, Central Park. Das Plaza, die Grande Dame unter den Hotels. In der Lobby ließ Alfred Hitchcock übrigens Cary Grant im Film Der unsichtbare Dritte kidnappen. 800 luxuriöse Zimmer, riesige Suiten und ein zweistöckiger Ballsaal. Auch wenn man hier nicht übernachtet, darf man sich im Palm Court einen Kaffee gönnen. Die kleinen Aufmerksamkeiten, die dazu gereicht werden, sind es wert. Der letzte Tipp vor dem Abend ist mehr was für die Damen. Wollten Sie sich schon immer mal von einem Starfriseur die Haare schneiden lassen? Und weil Sie schon mal im Plaza sind, vielleicht auch gleich hier? Nur zu, im Plaza gibt's den Salon des berühmten Stylisten Warren Treacommey. Haare schneiden ab 110 Euro aufwärts. Einmal in New York sollte man doch bereit sein für den großen Abendauftritt, oder? Am Times Square dreht sich alles nur ums Vergnügen. Aber mittendrin überraschend beschauliche Augenblicke. Silent night, holy night. Der Christmas Chor ist etwas urtypisch Amerikanisches. Menschen treffen sich verabredet oder spontan und singen an öffentlichen Plätzen Weihnachtslieder. Für uns auch auf Deutsch. Von wegen himmlische Ruhe. Nicht in New York, denn New York schläft nie, sagt man. Schon gar nicht der Weihnachtsmann. Ho, 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 Merry Christmas, Deutschland. Merry Christmas. Wo so viel Neonlicht die Nacht zum Tag macht, ist an Schlaf nicht zu denken. New York im Advent. Die Magie einer ganz besonderen Stadt.